Der Sale beginnt, natürlich auch in Lohr am Main. Bei Betty Friedl finden Sie ab sofort Einzelteile bis zu 80% reduziert und ab Ende Januar gibt es 30% auf das gesamte Sortiment. Ab sofort finden Sie auch bei For You Boy und For You Girl modische Trendteile ab 5 Euro im großen Lagersale. Und ab Ende Januar gibt es bei Sport Dildai Einzelteile zum halben Preis. Alle Mitglieder der Lohrer Werbegemeinschaft freuen sich auf Ihren Besuch zum Sale-Beginn in Lohr am Main. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 31. Ausgabe von Schneewittchen TV, der ersten Sendung im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und an dieser Stelle wünsche ich euch natürlich noch ein gutes neues Jahr. Mögen eure Wünsche in Erfüllung treten, möget ihr gesund bleiben und mögen wir endlich mal nach 2 Jahren der Entbehrungen einen ruhigen Sommer, einen entspannten Sommer erleben. Ich möchte an dieser Stelle auch einen Aufruf in eigener Sache starten. Wir suchen schon seit langer Zeit für unsere Familie ein Haus mit Einliegerwohnung oder ein Grundstück in Lohr. Wir wissen, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu bekommen. Deswegen erstmalig auch hier an dieser Stelle unser Aufruf. Wenn ihr irgendwas habt für euch und euch vorstellen könntet, dass an dieser Stelle mal ein Schneewittchen-TV-Studio entsteht, bitte meldet euch an info@schneewittchen.tv. In Lohr gab es mal einen kurzen Wintereinfall und in Frammersbach wurden auch gleich die Loipen gespurt. Unser Johannes Rustler von E-Bike Mein Spessart hat auch wieder seine Langlaufski im Angebot. Also wenn ihr Langlauf fahren wollt in Frammersbach, dann wendet euch an Johannes Rustler. Wir blenden es hier ein. Spessart E-Bike. Im Kunstschaufenster der Hubertus Apotheke findet gegenwärtig die Ausstellung Satire im Glas statt. Lohr ist um einen neuen Künstler reicher, und zwar zog der Gerd Sendelbach von Aschaffenburg nach Lohr. Ein Interview mit dem Künstler zeige ich euch in der nächsten Sendung. Es gab auch Veränderungen im Stadtrat. Ab Februar wird Bärbel Imhoff von den Grünen nach 31 Jahren ihren Stadtratssitz an Lena Werner übergeben. Ich habe mich mit den beiden Damen unterhalten, wollte wissen, ob Lena Werner in die großen Fußstapfen von Bärbel Imhoff treten kann und was Bärbel Imhoff für ihre größten Niederlagen ansieht und auch ihre größten Erfolge. Über die Schulter geschaut habe ich im Bestattungsinstitut Jürgen Wiesner, den gleichnamigen Bestattermeister, der eine sehr interessante Karriere hinter sich hat, nämlich vom Metzgermeister zum Bestattermeister. Dass man gerade in diesem pietätvollen Beruf auch Humor bei der Arbeit braucht, um das alles verkraften zu können, das hat uns Jürgen Wiesner mit seiner Mannschaft eindrucksvoll bewiesen. Mittendrin statt nur dabei hieß es für mich beim erneuten Besuch bei Matthias Döll, dem Hörakustikmeister in seinem neuen Geschäft in der Lohrer Innenstadt. Wie bereits in einer vorherigen Sendung angekündigt, hat er mich zu einem Hörtest eingeladen und ich wollte mal wissen, wie es nach 30 Jahren um meine metalgeschädigten Ohren nach Hunderten von Konzerten aussieht. Fit und gesund heißt es in dieser Sendung auch wieder. Für die Januar-Ausgabe hat sich Fitnesscoach Sven Ahmend den Rücken vorgenommen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich wieder ein Gewinnspiel. Am Ende der Sendung gewinnen könnt ihr diese beiden Wurstdelikatessen von der Metzgerei Siegler. Ich möchte an dieser Stelle auch ein herzliches Dank an unsere Werbepartner aussprechen. Bereits seit der ersten Ausgabe mit dabei und wir haben die Zusage auch für 2022, ist die Firma ISA Immobilienversicherungen und Finanzberatungen, der Wertstoffhof Meier und Säubert und die Lohrer Werbegemeinschaft. Vielen Dank auch an alle Werbepartner, die letztes Jahr dabei waren und uns für dieses Jahr ebenso wieder ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Und 3 neue Werbepartner sind mit dabei, die ich auch erwähnen möchte. Das ist Feinkost Georg Thalhammer, der Herr der Kürbisse, den ihr in einer unserer letzten Sendungen kennengelernt habt. Das ist die Energie. Und Spessartbaum, über die ich auch eine Reportage über die Pflanzaktion gedreht habe. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in unserer Sendung. Musik.
Also wir sind 1990 mit mir als einer Frau Fraktion quasi eingezogen mit 5,2%. Wir haben uns dann von Wahl zu Wahl gesteigert, erst von 2 auf 3 und dann auf 5. Und jetzt haben wir quasi eine 5-köpfige Fraktion mit 22% und ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir haben uns also in 30 Jahren von einer Randpartei zu einer oft verspotteten kleinen Randpartei doch etabliert und sind jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und ich denke, wir sind auch in vielen Kommunalparlamenten inzwischen fest verankert. Also die größten Erfolge sind sicherlich, dass wir das Thema Ökologie, überhaupt das ganze Thema auch Klimaschutz und Umweltschutz doch sehr prominent besetzen konnten. Wir haben sehr viele Anträge eingebracht. Wir haben sehr eng mit der Umweltstelle in der Stadt Lohr zusammengearbeitet, auch im Übrigen eine Besonderheit. 1990 wurde diese Umweltstelle eingerichtet und wir haben da sehr eng zusammengearbeitet. Und wir sind natürlich noch lange nicht am Ende, aber ich würde sagen, wir haben hier schon auch gute Akzente setzen können und die Stadt hier doch ein Stück vorangebracht. Naja, das größte Ärgernis war sicherlich die Sitzung mit der B26N. Die haben Sie ja auch verfolgt. Wir hatten natürlich schon gehofft, dass wir die Stadt Lohr zu einem Verbündeten machen können gegen die B26N, weil sie doch wirklich erhebliche Belastungen bringen wird, auch für die Bürgerschaft. Das ist uns leider nicht gelungen, aber wir werden dranbleiben an dem Thema. Und ich bin sicher, dass auch meine Fraktion und jetzt auch mit meiner Nachfolgerin, der Frau Lena Werner, hier weiterhin am Ball bleiben. Also der Schritt fiel mir eigentlich nicht schwer. Ich denke, nach 31 Jahren ist es eine gute Zeit, seinen Platz zu räumen und Platz zu machen für die nächste Generation. Ich bin ja auch nicht ganz raus aus der Politik. Ich werde mein Bezirkstagsmandat weiterhin besetzen und ich werde auch den Grünen Ortsverband weiterhin führen. Von daher ist es jetzt nicht die ganz große Zäsur, aber ich glaube, im Stadtrat ist es an der Zeit, dass jetzt auch mal frische Gesichter kommen, neue Leute, neue Ideen, frische Ideen, vielleicht auch eine andere Perspektive, eine andere Denkweise. Und ich denke, die Frau Werner ist da genau die Richtige. Ja, wir haben eine kleine Landwirtschaft zu Hause mit einer Mutterkuhhaltung. Wir betreiben ein Wasserkraftwerk, wir haben einen Hof und mein großer Traum war schon immer auch einen Hofladen zu eröffnen. An diesem Projekt arbeiten wir derzeit, bereiten das vor und ich hoffe, dass wir im Sommer soweit sind und dann den Hofladen offiziell eröffnen können. Und auf diese Arbeit freue ich mich sehr, weil es halt einfach auch mal ganz was anderes ist als Politik. Ich hoffe, dass wir in 6 Jahren die stärkste Fraktion sind. Wir sind ja jetzt schon Mitglied in der Regierung. Ich denke, das wird schon erhebliche Veränderungen bringen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir die richtigen Themen besetzen und dass wir die stärkste Fraktion sein werden. Naja, also ich glaube, legendär sind schon die Wortgefechte gewesen zwischen meinen Kollegen Lachmann, Leo Ulrich, Seppel Blenk, Brigitte Riedmann und unserem damaligen berufsmäßigen Stadtrat, dem Herrn Sicheneder. Das waren schon heiße Diskussionen und heiße Debatten. Die haben eigentlich so in der letzten Zeit nicht mehr stattgefunden und das vermisse ich auch ein bisschen. Ja, als Nachrückerin von der Bärbel im Hof würde ich sagen, natürlich sind es große Fußstapfen, aber ich bin ja jetzt nicht ihre 1:1 Nachfolgerin, die alle ihre Jobs einfach so übernimmt, wie sie es die ganze Zeit gemacht hat. Das maße ich mir auch nicht an, das würde ich glaube ich nicht schaffen als Neueinsteiger. Also das Thema Ausschüsse zum Beispiel haben wir schon ein bisschen umbesetzt jetzt. Ja, ansonsten, ich versuche einfach mein Bestes dazu geben und finde es schon verantwortungsvoll natürlich und hoffe, dass ich der Verantwortung gerecht werde. Als Schwerpunkt fände ich wichtig, dass man sich mit dem Thema Klimaschutz nochmal befasst als Stadt. Alle reden davon Klimaneutralität und ich finde, die Stadt Lohr sollte das auch als Ziel haben. Ich fände es allerdings nicht sinnvoll, da jetzt über irgendwelche Ziele zu diskutieren und Ziele zu beschließen, weil ein Ziel ja niemand weiterbringt, sondern nur Maßnahmen uns weiterbringen.
Also das werde ich mir selber als Hausaufgabe geben, dass ich mir da nochmal Gedanken mache, was kann denn die Stadt Lohr tatsächlich machen? Und dann müssen wir uns halt darum kümmern, dass das in Anträge entsprechend in die Stadtratsarbeit einfließt. Tatsächlich habe ich das schon oft mitbekommen, dass es im Stadtrat hoch hergeht, weil ich auch als Zuhörer schon in Sitzungen war. Ja, meine Rolle da drin, ich werde erstmal zuhören und mir angucken, was es für Menschen sind, weil die meisten kenne ich tatsächlich nicht persönlich, sondern nur aus so Sitzungen. Und das ist ja nicht das Gleiche, wie wenn man jemanden wirklich kennt. Ne? Von daher kann man schwer jetzt einschätzen, wie jemand tatsächlich drauf ist. Das werde ich einfach rausfinden müssen in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann schauen wir mal. Also bei den Grünen bin ich letztendlich ja wegen der Kommunalwahl 2014 gelandet, wo es dann erstmals quasi einen grünen Kandidaten gab als Bürgermeister. Das hat natürlich unglaublich motiviert. Und vorher habe ich mich angefangen mit Politik zu beschäftigen, eher durch das ganze Atomthema. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich 2008, 9, 10, wie die ersten Demonstrationen gegen Laufzeitverlängerungen waren, da war ich dabei und da habe ich mich angefangen, eher noch damit zu befassen. Und dann war natürlich auch klar, dass die Grünen, wenn ich jemals einer Partei beitrete, da die erste Wahl sind. Und so ist es ja dann auch gekommen. Hallo liebe Zuschauer, heute bin ich am Lohrer Hauptfriedhof und ein ganz interessanter Gesprächspartner erwartet mich, der Jürgen Wiesner, Bestattermeister hier aus Flocksbach. Und der kann mir bestimmt einiges über diesen spannenden Beruf erklären. Dem schaue ich nämlich heute mal über seine Schulter. Ah, guten Morgen, Frank. Jürgen, was für eine Ehre. Heute direkt mal auf dem Friedhof. Am Friedhof empfängst du mich? Jawohl. Und hier ist nun mal die Aussegnungshalle, das ist ja, richtig? Genau, wir können mal reingehen. Dann schauen wir mal. Und das ist aber keine Beerdigung heute. Na, Aussegnung. Aussegnung? Aussegnung. Aber du hast es jetzt speziell vorbereitet? Ich habe das speziell nur für euch vorbereitet, dass man mal sieht, wie das Ganze vonstatten geht und was man für Dekorationsmöglichkeiten hat. Du bist seit fast 30 Jahren hier in Lohr Bestatter. Ein sehr vielseitiger Beruf, wie ich jetzt schon mitbekommen habe. Ja. Da gehört nicht nur der klassische Sarg und der Schmuck dazu. Erzähl mal, was ist denn so eure Arbeit? Was können denn alles dazu? Wir sind für die ganzen Lohrer Friedhöfe zuständig. Wir machen die Reinigung, das heißt Rasenmähen, wir machen Heckenschnitt, wir machen Unkrautbeseitigung auf den Wegen, Abfallbeseitigung, Reinigung, Toiletten, komplett was dazu gehört. Und das ist jetzt praktisch, wenn eine Beerdigung bei dir in Auftrag gegeben wird, dann kann man das als Standardprogramm bezeichnen? Genau, je nachdem, wie es jeder will. Wir sind da individuell, wie es jeder möchte. Von der Farbe her, wir haben ca. 14 verschiedene Farbdekorationen, Walddekorationen, mit Engel, ohne Engel, mit Herz, brennenden Herz oder wie es halt jeder möchte. Und ihr betreut die Beerdigung vom ersten Anruf des Todesfalles bis zur abgeschlossenen Aussegnung, ist das so richtig? Wir übernehmen die Abwicklung von den Formalitäten, Zeitungsanzeigen, Sterbebilder, Blumenbestellung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, alles was praktisch anfällt, nehmen wir den Angehörigen ab, dass die in Ruhe trauern können. So. Auf alle Fälle sehr umfangreich. Wie viele Beerdigungen sind denn das im Jahr ungefähr? Also wir selber haben an die 200, wobei wir ja für die anderen Bestatter, die hier im Umkreis sind, auch die Gräber machen und auch diese ganze Transport zum Grab, Grab öffnen, Grab schließen für alle Friedhöfe in Lohr. Ich denke mal, bei den Särgen jetzt speziell gibt es eine riesengroße Auswahl. Das sieht nach einem recht luxuriösen Modell das aus. Das ist schon die Oberklasse. Das ist Eiche Körperform, massiv. Das ist schon was Gehobenes, sage ich mal. Nach oben gibt es natürlich immer noch was Besseres, aber ich sag mal, wir hier im ländlichen Bereich, da bleibt man eher im normalen Bereich, sage ich mal, da wird das nicht so, also den brauchen wir nicht so sehr oft. Aber wenn du jetzt Kunden hast, die sagen, du machst es ja normal mit dem Katalog, denke ich, aber die sagen, ich möchte den Sarg sehen, du hast schon auch eine Ausstellungsfläche hier? Wir haben hier. Also nicht direkt einen Ausstellungsraum, aber wir haben eine Lagerhalle, wo die ganzen Särge drin sind und da kann man die gern vor Ort immer begutachten.
Schauen wir uns doch mal an, was es da so für ein Angebot gibt. Können wir gern machen. Jürgen Wiesner hat 3 Angestellte. Wie vielfältig die Tätigkeiten eines Bestatters sind, zeigen auch deren unterschiedliche Berufe. Vom Kfz-Mechaniker über den Baggerfahrer bis hin zur Floristin. Seit 17 Jahren arbeitet Olaf Dreilich für Jürgen Wiesner. Aufgewachsen ist der 45-Jährige in der ehemaligen Wohnung des Friedhofswärters oberhalb der Aussegnungshalle und ist seitdem dem Friedhof verbunden. Liebe Zuschauer, neben mir steht die Lena, eine gelernte Floristin. Was hat dich dazu bewogen, in einem Bestattungsinstitut die Arbeit zu beginnen? Weil es mich einfach interessiert hat und ich finde den Beruf sehr spannend und es hat doch irgendwas mit meinem Beruf zu tun, mit meiner gelernten Arbeit. Und welche Tätigkeitsfelder hast du hier? Ich denke mal, das geht weit übers Gestalten von Blumen hinaus. Genau, wir machen eigentlich sehr großfeldig Sachen. Also wir tun auch Gräber pflegen und halten den Friedhof sauber und ja. Du bist 5 Jahre jetzt dabei und ja. Hast es nicht bereut? Nee, auf keinen Fall. Das heißt, du bist sowohl draußen wie auch drinnen und ja, genau. Auch vor den Toten keine Angst? Nee, alles gut. Hast du da am Anfang Bedenken gehabt oder hast du dir gedacht, nur da? Das nee, ich habe das mir vorher mal angeschaut und ich bin ganz gut damit zurechtgekommen und ja, ich mache mir da keine Gedanken drüber. Im Sarglager von Jürgen Wiesner können sich die Kunden selber einen Eindruck vom vielseitigen Angebot verschaffen. Das sind halt verschiedene Modelle von der Truhe zum normalen, traditionellen Sarg, der ein höheres Oberteil hat. Mhm. Verschiedene Holzarten von Pappel über Tanne, Kiefer, Fichte, Eiche. Und Feuerbestattungen nehmen zu in den letzten Jahren, das ist richtig. Die nehmen drastisch zu. Wir haben mittlerweile 80% Feuerbestattung. Da brauchst du auch spezielle Särge dafür? Da nimmt man einfach eine Kiefer einfach. Der Kiefernsarg unbehandelt, der hat auch keine Griffe, weil im Krematorium die dann sonst sowieso entfernt werden müssen wegen dem Metall und so weiter. Das ist dann ganz, ganz einfach und schlicht. Und was hast du da für einen Sarg jetzt, beziehungsweise was passiert damit? Das ist jetzt eine schlichte Eiche, den kann man für Erdbestattung nehmen. Man könnte natürlich auch zum Einäschern nehmen, weil das alles Vollholz ist. Das ist so ganz traditionell, wo sich die meisten Leute für so ein Modell dann entscheiden. Richtig. Und du bekommst die Särge vom Großhandel praktisch in der Rohform, also mit den Halterungen. Die und Griffe machen wir dran. Die Griffe also macht ihr auch dran? Machen wir auch dran, ja. Das heißt, du brauchst ja fast noch einen Schreiner. Richtig. Dieser Beruf ist recht vielseitig. Du musst ein bisschen Gärtner sein, du musst ein bisschen Schreiner sein, du musst ein bisschen Dekorateur sein, du musst von jedem ein bisschen Buchhalter. Also das ist schon... Bauarbeiter. Deswegen hast du so viel Freude bei der Arbeit. Richtig, genau. Aber die Särge kommen dann wirklich im Rohzustand, dann macht ihr das außenrum dran, wie es der Kunde möchte und die werden von innen dann auch ausgekleidet. Ganz genau, ja. Da kommt jetzt, da ist jetzt ein Ölpapier drin, falls mal Flüssigkeit ausläuft, dass das nicht rausläuft. Dann kommt eine Matratze rein, dann kommt eine Bespannung rein und dann kommt noch die Kissen- und Deckengarnitur rein. Und dann überführst du praktisch den Leichnam aus dem Haus der Angehörigen. Richtig. Und dann gibt es eine Totenhalle oder wie kann man sich das dann vorstellen? Dann gibt es das Leichenhaus. Das Leichenhaus. Und da ist eine Kühlung drin. Man hätte mal vorhin drüben schauen können, da gibt es eine Kühlung. Das ist, wir sagen dazu, die Schneewittchenkühlung. Das passt zu euch. Perfekt, sehr gut. Die hat oben einen Glasdeckel und da kommen die Verstorbenen rein und dann können die Angehörigen dann praktisch durch den Glasdeckel Abschied nehmen. Wir sind hier jetzt im Besprechungsraum direkt am Friedhof. Genau. Aber du hast hier selten Kunden? Ganz selten, weil zu 99% gehe ich zu den Angehörigen ins Trauerhaus, weil sich dort erstens mal die Papiere alle befinden und die Leute sich auch geborgener fühlen, wenn man direkt dorthin geht, wo sie wohnen praktisch. Und hierher gehe ich eigentlich nur, wenn Angehörige von auswärts kommen und dann treffe ich mich mit denen hier und bespreche dann das Ganze hier vor Ort. Oder wenn du Schneewittchen-TV empfängst, so wie heute, und ich von dir wissen will, wie wird man Bestattermeister? Ja, das ist bei mir ganz kurios. Eigentlich gelernt habe ich Metzger, habe dann meine Metzgermeisterprüfung absolviert und durch meinen Schwiegervater, der hatte vorher ein Bestattungsunternehmen, Hans Fischer, der es vorher von dem Lohrer Anton Wolf hatte.
Und der hatte dann irgendwann zu mir gesagt, in fröhlicher Runde, ich höre jetzt auf. Und dann habe ich gesagt, dann fange ich an. Und dann hat er mit Tränen in den Augen sich gefreut, dass es weiterführt. Und so habe ich dann mein geprüfte Bestatter gemacht und dann die Bestattermeisterprüfung. Und ja, und so bin ich halt reingeschlittert. Habe es aber niemals bereut, weil mir der Beruf sehr viel Spaß macht. Und ich mache das mit Herzblut und ich glaube, das merken die Leute auch. Vom Metzgermeister zum Bestattermeister ist ja doch ein ziemlicher Unterschied, sage ich mal. Wie war denn das am Anfang für dich, als du dir überlegt hast, gut, mit Fleisch hast du ja gearbeitet, aber jetzt mit Toten ist richtig, doch was anderes. Ist eigentlich die gleiche Branche, wenn man jetzt vom Fleisch ausgeht. Wobei ich sagen muss, die Anfangszeit hatte ich sehr viel Skrupel, um das Ganze erstmal zu verarbeiten. Es ist halt doch anders, wie wenn du ein Stück Schweinefleisch anlangst oder eben einen Verstorbenen einbettest. Da ist halt eine gewisse Ehrfurcht jetzt dabei und das ist halt nicht so einfach gewesen. Aber mittlerweile sage ich, ich glaube das Ganze besser, ich mache das jetzt auch gern und sicherlich gibt es immer wieder Phasen, wo du das nicht so leicht wegsteckst, wenn jetzt zum Beispiel Kinder sterben oder du musst junge Leute aus dem Auto beim Unfall holen, dann ist das natürlich, dann kaust du noch wochenlang nach. Also das ist nicht so einfach. Aber nach 30 Jahren kommt eine Routine. Jetzt haben wir auch gerade ein bisschen gelacht und überhaupt geht es recht fröhlich bei euch im Team zu, wie ich gerade gemerkt habe. Du bist Flocksbacher Karnevalist, das wissen die meisten Zuschauer ja sicherlich auch. Pietät und Humor, wie lässt sich das vereinbaren? Das sind halt, Pietät ist mein Beruf, Humor ist der Ausgleich, um das Ganze irgendwo zu verarbeiten. Und wie gesagt, ich bin mit Leib und Seele Karnevalist, aber auch Bestatter. Und das muss man halt irgendwo miteinander verbinden. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Und ich denke auch, dass deine Kunden merken, wenn man ein bisschen fröhlich an die Arbeit rangeht oder sagen wir mal ein wenig optimistisch, selbst bei so einer Arbeit, dass es einem dann doch leichter fällt. Auf jeden Fall. Also wenn man ins Trauerhaus geht und die Leute merken, dass du das kannst und dass du einfühlsam bist. Ich meine, man braucht ein Fingerspitzengefühl bei dieser Arbeit. Das ist aber, jeder reagiert anders auf den Tod. Und das musst du halt mit der Jahre, kriegst du das raus, wie du dich im Trauerhaus gleich zu Anfang verhältst. Ob das Ganze ein bisschen lustiger zugeht oder doch eher streng. Du hast mir vorhin gesagt, dass ein Kunde mal zu dir gesagt hat, so wie sie die Beerdigung vorbereiten, wie ging es weiter? Wünscht man sich einen Tod? Oder? Das hat die Frau zu mir gesagt, wie sie dann die Dekoration in der Halle gesehen hat. Sagt sie zu mir, das war so eine fränkische Platte, hat sie in ihrem Slang gesagt, das ist so schür, da möchte man direkt sterb. Gut, und wenn ich mir überlege, dass meine Überreste irgendwann mal in so einer kleinen Urne drinnen sind, naja, ist eine interessante Vorstellung, aber wenn ich in so humorvollen Händen wie bei euch bin, dann würde ich das alles über mich ergehen lassen. Da gehen viel dickere neu. Das habe ich mir schon gedacht. Und das Schöne ist, ich muss mir um meine Beerdigung keine Sorgen machen, denn die nächste Generation hat hier das Kommando mit übernommen. Jawohl, das freut mich ganz besonders, dass mein Sohn bei mir jetzt die Ausbildung absolviert hat und das dann in den nächsten Jahren dann komplett übernimmt. Dann kann ich mich zur Ruhe setzen und er kann sich die Knochen kaputt machen. Gut, was der Sohn zu deiner Einstellung sagt, das fragen wir gleich. Der Jürgen hat es gerade erwähnt, mit an Bord seit 3 Jahren auch der Sohn Moritz. Genau. Du hast vorher aber eine ganz andere Ausbildung gemacht. Ja, genau. Ich habe vorher Kfz-Mechatroniker gelernt. Einfach aus dem Grund, weil ich erstmal was anderes machen wollte. Man weiß ja nie, wie man das dann wegsteckt im Endeffekt, der Bestatter. Und deswegen habe ich es vorher gemacht. Und andererseits ist es immer gut, wenn man die Fahrzeuge vom Vater dann warten kann. Das ist dann wirklich so, dass du mal Hand anlegst? Ja, ist schon öfters vorgekommen dann. Sehr von Vorteil. Aber du hast dann im Anschluss eine Bestatter... Fachkraft, genau. Also Fachkraft für Bestattungswesen oder wie nennt sich genau, das? Genau, Fachkraft für Bestatter. Und genauso umfangreich wie bei allen anderen ist auch hier dein Aufgabengebiet. Genau. Der Umgang mit Toten, der wurde dir aber praktisch schon in die Wiege gelegt? Genau, sozusagen, ja. Und du hast auch nie Probleme gehabt? Nee, also klar hat man, wenn man seinen ersten Verstorbenen mal gesehen hatte damals, in jungen Jahren, hat man natürlich schon ein bisschen
vielleicht mal ein bisschen länger drüber nachgedacht, aber ansonsten irgendwann wird es dann schon zum Alltag. Also das ist wie ein normaler anderer Beruf. Das sehen aber deine Kumpels bestimmt anders. Das ist doch bestimmt immer Thema ab und zu. Was sagen die dann so? Ja, also meine Kumpels finden es eigentlich alle cool, dass ich es mache, weil es halt auch eher speziell ist. Aber das ist jetzt so keiner, der dann sagt, er ekelt sich davor oder so, oder will sich abends nicht mit mir treffen oder sowas. Das gibt's gar nicht bei uns. Und du kannst aber auch abschließen. Du hast Feierabend und egal, was du dann tagsüber hier gearbeitet hast und was du erlebt hast. Egal ist es nicht. Sagen wir jetzt, wenn man mal einen Unfall hat auf dem Bahngleis, sowas, wo es halt schon ein wenig heftiger aussieht, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn man einfach nur die Oma holt, die mit 95 Jahren daheim gestorben ist und friedlich eingeschlafen ist. Das ist dann natürlich was anderes. Ne? Zwei Generationen im Bestattungsinstitut Wiesner. Das heißt, auch für mich ist gesorgt in 50 Jahren, denke ich. Genau. Ich gebe mich dann in deine Hände irgendwann. Genau, und mittlerweile habe ich auch den Eindruck bekommen, ich bin hier bestens aufgehoben. Und das Allerschönste, was mir hier am besten gefallen hat, hier wird noch mit Humor und mit Freude auch ein bisschen gearbeitet. Und gerade in so einem Beruf finde ich das, wenn ich mir vorstelle, dass ich immer liege, da würde ich mich wirklich ganz toll fühlen dann. Hallo liebe Zuschauer, heute bin ich mal wieder in der Lora Innenstadt bei Hörakustik Döll. Und der Hörakustikmeister Matthias Döll, der Inhaber, hat mir ja bei meinem letzten Besuch versprochen, dass ich mal einen Hörtest machen kann. Und das Angebot, das will ich heute mal annehmen. So. Wow, hier ist ja eine ordnungsgemäße Begrüßung, als hättest du gewusst, dass ich komme. Wahnsinn. Ja, ich habe mir gedacht, ich nutze mal das Angebot, einen Hörtest bei dir machen zu lassen. Und du empfängst mich ordnungsgemäß mit Black Sabbath. Jawohl, du hast ja gesagt, dass du auf die härtere Gangart stehst. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lege mal was für dich auf. Und heute schauen wir mal, wie dein Gehör so aussieht. Genau, und wir gehen gleich mal rüber in... in meinen Floatroom, genau. Da ist nämlich Stille. Dann probieren wir es mal aus, alles klar. Ob auch Black Sabbath da getilgt wird. Jawohl, gucken wir mal. Erstaunlich, man hört wirklich fast nichts von der guten Musik. Das ist der Hintergrund von diesem Floating Room, dass das wirklich abgeschirmt ist, draußen alle Geräusche. Genau, also hier kann man perfekte Tests machen, gerade auch mit der Surround-Anlage hier gibt es auch Richtungstests, die wir dann machen können, um die Hörgeräte auch perfekt einzustellen. Aber im Vorgang machen wir immer einen Hörtest und da muss Stille herrschen und das ist hier perfekt möglich. Dann bin ich mal gespannt, wie es bei mir ausgeht. Genau, und deswegen nimm Platz, wir machen erstmal einen Test. Ich schaue dir als erstes in die Ohren, dass die sauber sind. Und dann kriegst du den Kopfhörer auf und da kommen jetzt verschiedene Töne. Erst hohe und dann tiefe Töne. Und du sagst dann einfach Stopp, wenn du den Ton ganz leise hörst. Das ist im Alter, dass man die hohen Frequenzen weniger hört, ne? Ja, aber bei dir ist es vielleicht die laute Musik. Okay, also nicht nur das Alter, sondern auch die laute Musik. Das werden wir jetzt rausfinden. Okay, bin ich mal gespannt. Einen Hörtest habe ich mal machen lassen. Bei der Bundeswehr damals, kann ich mich erinnern. Das war, glaube ich, schon ewig her. Wird schon ein wenig her sein, genau. Wir gucken einfach mal, ob es sich verändert hat. Dann schauen wir mal. Genau. Also, ich gucke dir mal in die Ohren. Gell? Was siehst du da, wenn du reinschaust? Ich muss einfach das Trommelfell sehen. Wenn es jetzt doch ein bisschen Zerrumen gibt, also Ohrenschmalz, dann verfälscht das ja auch den Test. Aber siehst du jetzt praktisch schon mit einem Blick, ob da was nicht stimmt auch? Also, ob es da irgendwelche Verformungen gibt oder so? Das kann man noch nicht erkennen. Genau, Diagnosen darf auch nur ein Arzt machen. Okay, aber du siehst halt einen Schmutz. Wir können natürlich schon sagen, okay, macht jetzt schon Sinn, da mal hinzugehen, das abzuklären. Alles klar. Dafür ist es eigentlich da. Und halt, dass die Ohren frei sind. Also, rechte Seite war in Ordnung. Ja. So, linke Seite auch. Picobello. Dann können wir direkt anfangen mit dem Hörtest. Was für ein Glück, dass ich meine Ohren heute schnell geputzt habe vorher. Gut, ich setze dir den auf. Brille bitte mal abmachen. Ja. Eine Frage, hast du einen Tinnitus? Tatsächlich manchmal, aber selten. Jetzt in diesem ruhigen Raum zu hören? Nee, hier überhaupt gar nicht. Wenn ich manchmal wirklich zu viel arbeite tatsächlich, dann höre ich das. Okay, keinen chronischen. Nee. Dann fangen wir einfach auf der rechten Seite an. Sobald du was hörst, Stopp sagen. Ja. Es beginnt. Der Hörtest findet im komplett von Nebengeräuschen befreiten Floatroom statt.
Dieser schallgeschützte Raum im Raum ist vom restlichen Gebäude weitgehend entkoppelt und liefert exakte Ergebnisse über Hörverluste. Der Test selber dauert nur wenige Minuten. Über die sogenannte Tonaudiometrie der Hörschwellenmessung werden über den Kopfhörer Töne in unterschiedlichen Frequenzen vorgespielt. Die Lautstärke wird dabei schrittweise erhöht, bis der Ton zu vernehmen ist. Vielen Dank. Gehört habe ich ein bisschen was? Ja, schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, rechte Seite, linke Seite. Perfekt wäre es jetzt, wenn alle Punkte auf der Nulllinie liegen würden. Man hört ab 0 dB. Es gibt sogar Menschen, die hören besser bei minus 5 oder minus 10 dB. Aber 0 ist so das Gemittelte. Man sagt so 10, 20 dB ist alles noch in Ordnung. Das ist der Normalbereich. Und man sieht jetzt schon im Hochtonbereich, da geht schon ein bisschen weiter runter. Erstaunlicherweise auf beiden Seiten, links sowohl als auch rechts. Genau, ja. Und das kann jetzt bei der Art von Hörverlust durch Lärm kommen. Tatsächlich. Aber vielleicht auch durchs Alter. Okay, das, was wir vorhin schon gesagt haben. Genau, hat was mit der Anatomie zu tun. Ja, die hohen Töne sind eigentlich die, die als erstes kaputt gehen. Macht es aber auch so problematisch, weil die Sprachverständlichkeit auch in dem Bereich ist. Mhm. Das heißt, die tiefen Töne sind eher so für die Lautstärke zuständig, fürs Hören. Und die hohen Frequenzen eher für die Verständlichkeit, fürs Verstehen. Aber wäre das Ergebnis jetzt schon ein Wert, wo du sagst, da müsste man was machen? Oder sagst du, nee, altersgemäß ist es super? Das ist okay. Vor allem mit meiner Vorgeschichte. Ja, genau. Da musst du dir noch keine Sorgen machen. Aber man sieht einfach eine klare Tendenz im Hochtonbereich. Aber dieser Hörverlust, der ist jetzt schon in meinem Alter ab Mitte 40 normal? Also vielleicht nicht so ausgeprägt, aber die Tendenz ist schon so, dass die hohen Töne als erstes kaputt gehen. Und kann sich das dann im weiteren Verlauf noch verschlechtern? Sicherlich auch für unsere Zuschauer interessant, wenn man das ist ein minimaler Hörschaden, kann man absolut sagen. Minimal. Aber so in 10, 15 Jahren, tendenziell geht es weiter nach unten? Genau, also tendenziell schon. Ein Hörverlust hat schon die Eigenschaft, eigentlich sich dann fortschreitend zu verschlechtern. Ja. Aber man kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das jetzt in 10 oder 20 Jahren dann nötig wäre, irgendwie vielleicht da was zu machen dagegen. Auch wenn ich mich jetzt keinem Lärm mehr aussetze. Das ist, wenn das mal vorhanden ist, dann... Genau, also das, was jetzt vorhanden ist an Verlust, das bleibt auf jeden Fall. Aber man sollte jetzt natürlich da Maßnahmen treffen. Thema Gehörschutz, gerade jetzt für Musiker oder für die Konzerte wäre es natürlich schon wichtig, das Ohr jetzt auch zu schützen, wenn man schon weiß, die Tendenz geht in die Richtung. Genau, also gerade für dich sollte man vielleicht da uns mal was überlegen. Gibt es ein bestimmtes Alter, wo du deinen potenziellen Kunden auf alle Fälle raten würdest, mal einen Hörtest zu machen? Ja. Also so ab Mitte 50 sollte man auf jeden Fall das mal machen lassen, einfach mal seinen Status abzufragen, wo stehe ich, und dann sieht man dann auch, ist es nötig, da schon was zu machen. Und hier auch ganz klar der Aufruf, wer da Interesse hat, einfach mal vorbeikommen. Wir bieten kostenlosen Hörtest an mit Beratung, und wenn es da nötig ist, sind wir auch die, die die Lebensqualität wieder zurückgeben können. Ja, Frank, und speziell in deinem Fall würde ich dir wirklich empfehlen, lass dir doch mal einen angepassten Gehörschutz machen für die Musik. Was ist da das Besondere jetzt dabei, wenn du es kurz erklärst? Dieses Jahr finden tatsächlich wieder Konzerte statt. Also wir warten auf Iron Maiden, Rammstein und Ozzy Osbourne. Also für die Zuschauer gleich mal googeln. Sehr gut. Das Spezielle ist, man macht eine Abformung von deinem Ohr. Mhm. Also individuell auf deine Anatomie wird es hergestellt. Und man hat einen Frequenzfilter drin, der sehr linear ist. Das heißt, alle Frequenzen werden breitbandig abgedämmt. Der Klang bleibt erhalten. Es ist einfach nur leiser. Und das ist auch der Witz an dem Gehörschutz. Viele denken immer, jetzt habe ich die Stöpsel drin und ich höre gar nichts mehr. So ist es ja nicht und das will man ja auch nicht. Es soll nur der schädliche Schallanteil reduziert werden. Und das ist das, was diese angepassten Gehörschutze machen. Werde ich dieses Jahr sicherlich mal ausprobieren, jetzt wo ich ja schon bei Matthias war. Und vor allem bin ich mal gespannt, ob ich mal ein richtig gutes Konzerterlebnis haben kann, weil früher habe ich mir immer nur Watte in die Ohren rein. Dann danke ich dir ganz herzlich für die super Beratung und ich kann jedem nur empfehlen, mal einen Hörtest machen zu lassen. Hallo liebe Zuschauer vom Schneewittchen TV. Ich hoffe, euch hat die letzte Übung gut getan und heute habe ich ein spezielles Thema, und zwar die Volkskrankheit Nummer 1 hier in Deutschland, das ist der Rücken.
du hast akut Rückenschmerzen oder bist aktuell betroffen mit oder hast Bandscheibenprobleme, dann kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, dass du zuerst oder zu Beginn erstmal deinen Rückenstrecker wärmst, weil dieser unter Spannung ist. Wärme tut immer entspannen. Da die Nerven nicht elastisch sind, versuche ich, wenn das die Wirbelsäule ist und hier innen drin eben die Bandscheibe ist und hier drin zwischen der Bandscheibe der Nervenstrang verläuft. Und es kann sein, dass ich durch Verspannung ein bisschen die Wirbelsäule bzw. die Bandscheibe verschoben hat und drückt auf den Nerv. Und dann versuche ich durch eine Biegung eben die Bandscheibe aufzuziehen, sodass das sich wieder reinrutschen kann und eben der Nervenstrang sich wieder freilegen kann. Dazu nehme ich einen Medizinball und versuche mich einfach mal rund auf den Medizinball draufzulegen und versuche ganz einfach zu entspannen. Und durch dieses Drauflegen tue ich eben meinen Rückenstrecker so einigermaßen in die Länge ziehen. Um diesen Dehneffekt ein bisschen zu verstärken, gehe ich direkt auf den Boden, setze mich vorsichtig auf die Knie und dazu lege ich mich nach vorne ab, lege die Stirn auf den Boden, die Arme lege ich seitlich ab und versuche die Schulter Richtung Boden runterzuziehen. Und wichtig jetzt hier ist, dass ich versuche, meinen Po Richtung Ferse runterzuziehen. Diese Übung heißt, dass die Kindposition kommt aus dem Yoga. Natürlich hat auch diese Übung verschiedene Schwierigkeitsstufen. Als Beginner würde ich ganz einfach erstmal ein bisschen die Knie nach außen, nicht so zusammen, sondern die Knie nach außen bringen und lege mich dann erst nach vorne runter. Wenn der Dehneffekt ein bisschen nachlässt, dann kann ich natürlich meine Knie eng zusammentun und lege mich dann nach unten und versuche hier den Rücken einmal so in die Breite aufzuziehen und einmal in die Längs. Ich hoffe, euch hat die Übung gut gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß in unserer Sendung. Die Abmoderation mache ich mit unserem Fernsehhund, dem Elvis. Und in der letzten Sendung hatten wir ein Gewinnspiel. Ich wollte euch wissen, welche Beiträge euch am besten gefallen haben. Auf dem ersten Platz habt ihr die aktuelle Reportage über die Weihnachtsbäckerei von Gerhard Endres gewählt. Auf dem zweiten kam die Langlaufgeschichte mit Johannes Rustler. Mittendrin statt nur dabei, als ich in Frammersbach auf den Langlaufskiern war. Und auf dem dritten Platz unsere erste Sendung mit Kaminkehrermeister Christian Zebisch, als wir auf den Bayersturm gelaufen sind. Eine Tasse Glück hat gewonnen, die Emma Kohl. Unser Fernsehhund wird ein bisschen unruhig. Und auch die Corinna Albrecht war mittlerweile da. Die hat das Buch von der Kunigunde Lindner und einen Kalender bekommen. Wir sind immer auf der Suche nach Rätselkindern. Meldet euch bitte an info@schneewittchen.tv. Die Frage, die wir dieses Mal wissen möchten, gewinnen könnt ihr das Feinkostset aus der Metzgerei Siegler, lautet: Welchen Beruf übte Bestattermeister Jürgen Wiesner vorher aus? Die nächste Sendung, die ist am 28. Januar. Wartest du noch? Du bist noch nicht dran. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, ich muss mich beeilen, hey, ich spreche gerade zum vierten Mal ein, das muss ich dazu sagen. Themenvorschläge. Eure Vereine, Schule, Privatgeschichten, info@schneewittchen.tv. Meldet euch, dann komme ich vorbei und kann berichten. Und Elvis, bevor du dein Leckerli kriegst, hoffe ich, dass du mir mal 5 magst. Ja, super! Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Bis zur nächsten Sendung. Ich freue mich auf euch.